Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Ach, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Und du kannst mich mal. Ich sagte, du bekommst, kümmere dich um deine anderen Aufgaben. Ja, das machen wir doch, heute. Was soll das werden, Lilly? Willst du mich etwa noch mehr zerstechen? Oh Mann. Ja. Ich hasse dich. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ach, das Spiel ist so fies. Okay. Warum ist das? Genau. Ach ja, ich weiß, wie wir drum hin müssen. Und zwar hier rüber. Wo ist meine Freundin Edna? Wir hinterlassen Spuren des Honigs. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, ein neues Zuhause, juhu! Ich habe eine schlimme Befürchtung, Freunde, eine sehr, sehr schlimme. Es wird jemand ganz, ganz schlecht gehen. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ja, die lustigen Gnome, liebe Freunde. Ich glaube, diese nette Dame hat ein leichtes psychisches Problem. Aber wir sehen ja etwas alles sehr bunt und kleine süße Gnome. Ach süß. Und wir freuen uns dabei. Juhu. Also ich denke, ihr wisst genauso wie ich, was da gerade passiert ist. Dieser kleine Herr, dieser Freeman, wurde, glaube ich, etwas von Termiten. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Jo. So. Wir brauchen eine Schaufel. Eine Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Jawohl. Und... ja! Einen Pressdüfter noch dazu, den Ofen. Ofen! Okay. Der Ofen geht noch nicht. Ach nein, wir müssen ja zu Edna. Stell dich auf. Wir haben die Schaufel, wir müssen ja zu Edna. Du.
Hallo Edna, meine beste Freundin auf der ganzen großen Weinwelt. Hallo Edna. Wir haben eine Schaufel. Toll, du hast eine Schaufel gefunden. Ach Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was? Öffnen? Fliegerbombe, öffnen. Presslufthammer? Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Das ist ja wohl doch etwas sakronk, oder? Nur mal die Schaufel. Jippie, du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ja. Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Girl schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Frau Oberin, das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit Nein. habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Sechsack. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh da doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Och, schaut mal. Super Mario. Topfpflanze. Wie cool ist das denn? Find ich echt genial, liebe Freunde. Das find ich doch echt genial. So, Was müssen wir denn hier jetzt tun? Ich weiß es nicht. Lumpi! Übersteuert. Lumpi! Dann kurz ein bisschen. Lumpi! Ja, schon besser. Okay, Lumpi! Mein Freund Lumpi ist hier. Und
Uff. Was müssen wir jetzt nur tun? Ich würde mal sagen, wir geben dieses Katzenfutter mal in den Futternapf. Dam, 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 ich bin die kleine Edna. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Ja, ja. Das wird er schon manches ersparen, du blöde Kuh. Okay. Ich habe so eine leichte Abneigung. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? In Frieden leben. So, okay, was haben wir denn hier? Ein Strickkissen, noch ein Strickkissen, Murmeln. Dann haben wir hier... Wie gesagt, Freunde, ab hier spielen wir jetzt blind. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Murmeln. Wir nehmen das Strickkissen. Wir nehmen das Strick... Wir nehmen das Strickkissen. Wir nehmen das Strickkissen. Ome Edno. Die hat es auch nie leicht, mit der noch mal reden kann. Und? Kommst du voran? Garrett. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. So, also wie es aussieht, müssen wir einen Garrett loswerden. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Nicht so laut! Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse! Er ist also böse. Nochmal über Garrett reden? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Hallo? Hat sie gerade was Ach nee, bin auch blöd. So, okay, mit der Edna haben wir jetzt genug geredet. Was haben wir eigentlich alles mit da? Wir haben einen Presslufthammer, ein Rezept und eine Murmel. Wir gehen mal in den Schlafsaal. Wen haben wir denn hier? Shai und Zuko. Mal mit denen reden. Shibuya Power! Was? Shibuya Power! Ja! Shibuya Power! Volcano Pananoka! Ja! Shiny Rainbow! Ja! Voll einen so. Vollgestört. Shibuya Power! Shibuya Power!
schick. Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ja! Ching! 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 Ching? Sailor Moon! Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Mhm. Wer ist denn hier voll daneben? Ich oder ihr? Haarnadel. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyoki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Ja, ja, das weiß ja jeder. Nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Ja. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Ja. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzündern im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool! Miyurushi Glitzerschein! Aha, jetzt wissen wir es. Shibubushi Glitzerschein! Ja, das hat was. So, die sind doch irgendwie vollgestört, oder? Nochmal anquatschen. Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bekommst meine Haarnadel nicht. Die gehört nur einer echten Kriegerin des Lichts. Kräfte des Lichts, ruf die Geister des Mondes! Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitärischen Aktion gegen die dunklen Mächte hilfst, brauchst du gar nicht erst mit unserer Unterstützung zu rechnen. Miyurushi Glitzerschein! Ja! Miyurushi Glitzerschein! Ja! Glitzerschein! Meine Nerven, das sind die Uhrzeit. So. Nee, die Schlafzimmer zum. Also, die sind doch vollgestört, die zwei hier. So. Wen haben wir denn hier? Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.